Und weiter geht's mit der Group 7 Face-Off Part 1. Den zweiten Part sehen wir uns dann morgen, am Montag an, und dann ist hier das Finale. Gut, auf geht's. Indianapolis. 3 Runden Rennen. Na, endlich mal eine andere Strecke. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen... Entschuldige. Ich will den für dich machen. Nee, das möchte sie dann doch nicht. Meine Güte. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Ich hänge wieder irgendwo weit aus, ob das kommt der Top 10. Wieder ein bisschen mit dabei. Ah, mein Gott, bleib doch stehen, ey. Hauptsache, du hast deinen Spaß und kannst sagen, oh, ich habe den einfach weggeblockt. Deswegen ist auch einer vorbeigekommen. Ja, schön für deine Schätzung mit 2. Gehen wir dir um den Sack. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. So, jetzt bin ich Dritter. Wenigstens ein Rennen will ich gewinnen. Boah, was ist das denn? Du bremst voll und das Auto rutscht sich trotzdem komplett weg. So, jetzt zumindest mal ein bisschen absetzen. So, endlich mal wieder auf Nummer 1. Ich hatte zwei eigentlich ziemlich böse Klatschen in den letzten, gestern und vorgestern. Und heute tatsächlich das alles ein bisschen einfacher machen. Und wollte ich ein bisschen erfolgreicher gestalten, vor allen Dingen noch. So, letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Letzte Kurve und dann haben wir's. Ja, komm, fahren wir mal eine vernünftige Strecke, dann sieht's ein bisschen besser aus. Und jetzt wieder diesen Heckler-Scheiß da. Na gut, gewonnen. Jo, haben wir's.
Gott sei Dank sind wir da durch. So. Ist ja schön, dass mal wieder ein eigenes Auto da vorne steht und nicht immer nur die anderen. Und klar, dann haben wir's. Und dann haben wir ein kleines Päuschen. Wir sehen uns Montag wieder dann mit dem zweiten Teil vom Face-Off. Bis dann.